Tradition und Fortschritt. Die Anno-Serie verkörpert beides. Da ist es keine Überraschung, dass Anno 1800 einer ihrer besten Vertreter ist. Denn in keinem anderen Anno stehen sich Tradition und Fortschritt so extrem gegenüber. Zur Tradition der Anno-Serie gehört aber auch, dass einige der besten Spiele fast immer auch hervorragende Add-ons bekommen haben. Anno 1404 wurde mit der Erweiterung Venedig endgültig zu einem Aufbaumeisterwerk. Und Anno 1701 bekam mit der Fluch des Drachen eine der besten Geschichten der Reihe spendiert. Nun sind die Zeiten von waschechten Add-ons im klassischen Sinne vorbei. Ihr Platz wurde von Season Passes, Live-Service-Gedanken und kleinen bis großen DLCs eingenommen. Und hier tat sich Anno 1800 stellenweise ziemlich schwer. Der erste Season Pass bot bis auf die Passage keine außergewöhnlich reizvollen Ergänzungen. Doch offenbar hat Ubisoft daraus gelernt, denn bereits die ersten beiden DLCs für die zweite Season erwiesen sich als sehr nette Ergänzungen. Nett ist aber nicht der hohe Maßstab, mit dem wir uns bei einem so grandiosen Aufbauspiel wie Anno 1800 zufrieden geben. Und die Entwickler offensichtlich auch nicht. Denn Season 2 findet mit dem finalen DLC Land der Löwen einen wahrhaft königlichen Abschluss. Dieser DLC toppt alles, was Anno 1800 seit seinem Release an neuen Inhalten in unser Kontor geschifft hat. Dabei beginnt der Einstieg in diesen außergewöhnlichen DLC noch ziemlich gewöhnlich. Unser inzwischen äußerst expeditionserfahrener Kapitän schlägt eine Reise in das weit entfernte Embesa vor. Wahrscheinlich auch, da ihm nach der letzten Fahrt ins ewige Eis der Arktis die wohlige Wärme des Landes der Löwen gerade recht kommt. Allein die Überfahrt gestaltet sich schon als etwas Besonderes. Hier grasen wir nicht nur zufällige Ereignisse ab, sondern wählen aus, welche Zwischenstation der Kapitän unterwegs ansteuern soll. So können wir nebenbei noch ein paar Belohnungen abgreifen. Irgendwann trudelt das Expeditionsschiff unserer Wahl dann im prophezeiten Land ein. Wobei es sich wie bei der Arktis oder der neuen Welt um eine ganz neue Session handelt. Also eine eigenständige Karte mit unbesiedelten Inseln, auf denen wir uns breit machen dürfen. Anders als in der Arktis sind hier aber wirklich von Beginn alle Inseln zugänglich. Wir bekommen vom hiesigen Kaiser sogar ein kleines Fleckchen quasi reserviert, das uns keine NPC-Fraktion vor der Nase wegschnappen kann. Kaiser Ketema ist nämlich dankbar dafür, dass wir auf der Überfahrt seinen gebildeten Gesandten Biniam aus einer misslichen Lage befreit und zurückgebracht haben. Ketema will Embesa wachsen sehen und setzt dafür auf unsere Hilfe, um hier eine neue Hauptstadt zu errichten. Wir errichten unsere Hauptbasis also auf demselben Eiland, auf dem auch der Kaiser seinen Palast hat, und machen uns rasch ans Werk. Man könnte meinen, dieser Aufhänger wäre nur ein einfacher Weg für die Entwickler, um uns die neuen Mechaniken beizubringen. Aber die Geschichte von Land der Löwen ist viel mehr als das. Der DLC nimmt sich daher eine der wenigen Schwächen des Hauptspiels zur Brust. Bei Die Passage führte unsere Reise durch das neue Gebiet noch sehr geradlinig entlang der Suche nach einer verschollenen Expedition. In Land der Löwen fächert diese Story-Kampagne auf und führt viele verschiedene Charaktere ein, sowie eine Menge optionaler Nebenquests. Folgen wir der Hauptquest, erleben wir Ketemas Bestreben nach Größe, womit er sehr bald mit einem alten Bekannten kollidiert. Kurz nach uns trifft nämlich Sir Archibald Blake in Embesa ein, der im Grunde eigentlich recht gutherzige und den meisten eher als sympathischer Vertreter der Königin bekannte Herr, zeigt sich in Embesa aber von einer anderen Seite. Hier will er nämlich den Kaiser unter die Knute des Empires zwingen und kann sich ansonsten recht wenig für die dortige Kultur begeistern. Im Laufe der Geschichte geraten die beiden immer wieder aneinander. Wir werden dabei aber nicht gezwungen, dem alten Archi zugunsten von Embesa den Rücken zuzudrehen. In Land der Löwen können wir oft Entscheidungen fällen und dann Archi oder Ketema unterstützen. Diese Entscheidungen reichen nie so weit, dass wir den kompletten Verlauf der Geschichte auf den Kopf stellen würden, sind aber ein sehr schönes Detail, zumal wir dann sehr viel aufmerksamer den teils recht ausufernden Gesprächen folgen. Immerhin wollen wir niemanden nur aus Unachtsamkeit vor den Kopf stoßen. Die Entscheidungen beschränken sich jedoch nicht nur auf die Hauptquest. In Embesa gibt es zusätzlich drei weitere Questinseln, auf denen neue NPCs zu Hause sind. Jeder dieser Fraktionen können wir bei bestimmten Problemen helfen. Und auch hier entweder dem Kaiser einfach nach dem Mund reden oder auf die kulturellen Besonderheiten der jeweiligen Insel eingehen. In Wahadesha haben die Bewohner zum Beispiel ein ziemliches Problem mit Wasser und benötigen dringend einen neuen Zugang.
Gleichzeitig sind sie aber sehr traditionell und beherbergen einige uralte Ruinen auf ihrer Insel. Kitema fordert von uns, die Insel mit allen Mitteln wieder fruchtbar zu machen. Selbst wenn das bedeutet, die Hinterlassenschaften der Kultstätten zu zerstören. Wenn wir uns dagegen entscheiden, müssen wir uns selbst darum kümmern, dass Wahadesha mit Ressourcen versorgt wird. Gelingt uns das nicht, hat das Konsequenzen. Die Insel verwelkt und wir müssen ihre Bewohner irgendwann abholen. Die Häuser sind leer. Endlich haben unsere Taten in Anno 1800 also weitreichende Folgen. Famos, auch wenn sich die Inselbewohner darüber weniger freuen als wir. Aber hey, immerhin ist Wahadesha nicht die einzige Insel in Enbesa, der es an Flüssigkeit mangelt. Wir müssen uns auch um unser eigenes Land kümmern. Die Wasserversorgung zu gewährleisten, damit das Land auf unseren Inseln schön grün und fruchtbar wird, ist immerhin eines der neuen Kernelemente von Land der Löwen. Hier tritt der DLC quasi das Erbe von Anno 1404 an, wo wir seinerzeit ebenfalls mit Hilfe verschiedener Brunnen grünes Gras in den staubigen Orient brachten. Aber Land der Löwen kopiert hier nicht, sondern findet ein sehr viel cooleres System, das mehr Spaß macht und den Puzzlecharakter jedes Annos hervorragend erweitert. Inseln haben immer mindestens einen Süßwasserfluss, an dem es eine vorgegebene Anzahl an Baumöglichkeiten gibt. Wir setzen an einen dieser Punkte eine Wasserpumpe und verlegen Kanäle, die das Wasser in die Ländereien jenseits des Flussufers lenken. Nichts geht über das Gefühl, wenn man gerade einen neuen Kanal verlegt hat und dann dabei zusehen kann, wie die Wassermassen durch den Graben fließen und die trockene Steppe dem grünen Grasland weicht. Diese Kanäle können aber natürlich andere Bereiche blockieren und schränken vor allem ein, wo wir unser Straßennetz ungestört ausbauen. Sie sind aber zwingend notwendig, denn nur mit Wasser machen wir landwirtschaftliche Betriebe wie Bauernhöfe oder Tierfarmen möglich. Gleichzeitig kann jede Wasserpumpe nur eine begrenzte Anzahl an Feldern versorgen und schon befinden wir uns wieder in dieser Anno-Spirale und suchen Stunde für Stunde für Stunde nach dem effizientesten Weg, unsere Insel zu bebauen. In Enbesa können wir ausnahmslos neue Ressourcen und Produktionsketten errichten. Selbst bei Stämmen für Häuser setzen wir auf das neue Wansa-Holz. Hinzu kommen Hibiskusfelder für roten Tee, Ziegenfarmen für Milch, außerdem Flachs, Gewürze, Honig und noch viel, viel mehr. Die Produktionsketten bleiben gewohnt anspruchsvoll und nie finden wir auf einer Insel alle Ressourcen. Für manche Ergebnisse müssen wir sogar Waren aus der neuen und alten Welt importieren. Wie in der neuen Welt und in der Arktis kümmern wir uns hier um zwei Bevölkerungsstufen, die unterschiedliche Waren benötigen und in anderen Betrieben arbeiten. Hirten geben sich zu Beginn noch mit Milch, Trockenfleisch und Kleidung zufrieden. Sobald wir die Häuser aber aufstufen und Älteste einziehen, müssen wir neben Brillen, Keramiktöpfe oder gläserne Laternen beschaffen. Später bauen wir dann ein ganzes Kloster. Das heißt im Übrigen nicht, dass in der alten Welt mit Land der Löwen nichts mehr passiert. Im Laufe der Geschichte bittet uns der Gesandte Biniam irgendwann, ein Forschungsinstitut zu errichten. Ein neues Monumentalbauwerk, das von einer neuen Bevölkerungsstufe profitiert, die sich Gelehrte nennt. Das Forschungsinstitut bauen wir in der alten Welt oder wahlweise auch in Cap Trelawney, sofern ihr den DLC Gesunkene Schätze mit seiner Rieseninsel Crown Falls besitzt. Wer hier schon gute Arbeit geleistet hat, wird die drei Bauphasen recht einfach durchpauken können. Doch solltet ihr noch keine hunderte Stunden im Endgame verbracht haben, kann euch die Beschaffung der nötigen Ressourcen und Arbeitskräfte schon eine ganze Weile beschäftigen. Selten hat sich dieser Aufwand aber so sehr gelohnt wie beim Forschungsinstitut. Das bietet uns nämlich ein paar wirklich verlockende Vorteile. Mit den nötigen Forschungspunkten können wir verschiedene Aufgaben anleiern. Sogenannte bahnbrechende Projekte können dabei zum Traum jedes Anno-Spielers werden. Ihr könnt damit etwa einige natürliche Rohstoffvorkommen auf eurer Insel einfach verschieben. Rum oder Bauwolle in der alten Welt produzieren oder ein weiteres Exemplar des riesigen Dampffrachters Great Eastern bauen. Gleichzeitig löst das Institut eines der größten Balancing-Probleme von Anno 1800. Wir können damit nämlich sehr gezielt auf ein bestimmtes Item hinarbeiten. Jeden Gegenstand für Markthalle, Rathaus oder Schiff dürft ihr hier zum Preis von Forschungspunkten erschaffen. Außerdem werdet ihr sehr gut überschüssige Items los und wandelt sie dann einfach in Forschung um. Ihr seid also nicht von den Gelehrtenhäusern abhängig, die ihr ja ebenfalls mit Ressourcen versorgen müsst. Anno 1800 Land der Löwen
ist eine großartige Erweiterung, die alle bisherigen DLCs für das famose Aufbauspiel in den Schatten stellt. Damit bleiben sich die Entwickler also auch bei Anno 1800 treu und liefern für eines der besten Annos mindestens eine würdige Erweiterung. Und noch lohnender wird das Ganze, wenn wir den gesamten zweiten Season Pass betrachten. Hier bekommt ihr in der Summe für 25 Euro ein wirklich fantastisches Paket, das sowohl beim Umfang als auch in Sachen Qualität locker an die Add-ons vergangener Tage heranreicht. Land der Löwen bleibt das Herzstück. Doch zusätzlich mit Paläste der Macht euren pompösen Herrschaftssitz zu errichten oder dank des DLCs reiche Ernte die landwirtschaftliche Ausbeute zu verbessern, macht einfach eine Menge Spaß und erweitert das Anno 1800-Erlebnis sehr sinnvoll. Zumal die Add-ons sich gegenseitig beeinflussen und wir dann auch in den Besa mit Traktoren über Indigo-Felder treckern dürfen. Wenn ihr vor der Frage steht, welchen Season Pass ihr euch holen solltet oder lieber gleich zur Königsedition greift, ist das aus unserer Sicht leicht geklärt. Season 2 schlägt die Inhalte des ersten Jahres in jeder Disziplin. Die Königsedition ist auch ein verlockendes Angebot. Für 100 Euro aber auch sehr teuer. Hier raten wir dazu, am besten einen Sale abzuwarten, das Spiel wird nämlich sehr regelmäßig rabattiert. Und dann lässt sich auch dank des famosen Land der Löwen DLCs eigentlich kaum noch meckern. Wir würden ja an dieser Stelle noch weiter schwärmen, müssen dann aber auch langsam echt mal los. Immerhin gilt es im Land der Löwen noch eine Menge Kanäle zu verlegen. Wir sind mit Anno 1800 noch lange nicht fertig. Und so sollte es ja auch eigentlich sein.